So, hi, da sind wir wieder. Schön, dass ihr immer noch oder wieder da seid. Ich habe Pläne. Und zwar gehen wir jetzt zu verschiedenen Schmieden. Einmal bitte zum... Oh Gott. Sonnenlichtaltar vielleicht? Gucken wir mal, welcher das ist. Wo bin ich hier? Ah, hier bin ich. Oh, hi, euch habe ich fast vergessen. Hab mich kurz erschreckt. Hey! Grüß dich. Oh, hello there. Forgive me. I was just pondering about my poor fortune. I did not find my own son, not in Anor Londo, nor in Twilight Blight Town. Where else might my son be? Lost Izalith, or the tomb of the Gravelord? But I cannot give up. I became undead to pursue this. But when I peer at the sun up above, it occurs to me, what if I am seen as a laughing stock, as a blind fool without reason? Well, I suppose they wouldn't be far off. Okay. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Okay. Ist der gute Drache eigentlich aktuell hier? Sehe ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich hier spawne, ist er nicht hier. Gut, hier sind wir falsch. Kann ich mich gar nicht zu jedem... Ich kann mich gar nicht zu jedem Leuchtfeuer teleportieren. Kann das sein? Das ist doch eine Sauerei. Willst du frühestens kurz vor der Verzweiflung einen Hinweis? Ach, ihr könnt mich ruhig ein bisschen verzweifeln lassen. Alles gut. Tochter des Chaos ist unten. Die Tiefen ist auch irgendwo unten. Gemeinde der Untoten. Was ist das? Ah, okay. Da bin ich richtig. Gemeinde der Untoten ist der gute Schmied. That's an odd ember you have there. Ah, I know what you're thinking, but I'm no good with those. It won't be easy, but I'm afraid you'll have to look for someone else. Okay. Er hat immer noch nicht. Er hat mir immer noch nichts geschmiedet, irgendwas Besonderes, habe ich das Gefühl. Na gut. Ah, 20.000 Seelen. Okay, Moment. Das hole ich mir Okay, jetzt. then. Be careful out there. Das hole ich mir jetzt. Einfach nur, weil ich es haben will. Ja, wird schon passen. Müsste, vielleicht reicht's. Mal gucken, wie viel Seelen gibst du mir? 8000. Ja, braucht man noch mal ein bisschen was. Oh, so knapp. Okay. Nee, abbrechen. Benutzen. Jawohl. Well, hello. You seem to need anything for. Ich möchte bitte deinen Schlüssel kaufen. Danke. Und jetzt einfach mal, weil wir hier sind, schauen wir da mal hin. Gucken wir mal in den Wald.
Oh je, oh je. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Das sieht schon alles so wild aus. Ich werde hier gleich gejumpscared. Das sieht schon so hart nach Jumpscare aus, alles hier. Hallo! Okay, der war One-Hit. Ich bin aktuell auf Level 55. Finsterwurzbecken. Haben wir hier wieder irgendwelche Leute, die mich von hinten erschrecken oder so? Hey. Ja, ich hatte den Wald ja schon relativ früh auch entdeckt, aber irgendwie hat es mich nicht dahin gezogen, weil ich jetzt nicht so der Freund von irgendwelchen Gebieten bin, die nach Jumpscare aussehen. Eine Lederrüstung. Oh, ein Langbogen. Okay, mit Pfeilen. Ich könnte mal den anderen Ring benutzen. Weil Feuerschaden kriege ich hier, glaube ich, keinen. Hey! Haha! Hallöchen! Na? Oh oh. Autschi. Nee, 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 nee. Wir warten mal ganz kurz. Wir warten mal ganz kurz ab. Lass mich ganz kurz einen Schluck trinken, danke. Ach, ich hau gegen die Wand. Lass mich nochmal einen Schluck trinken. Komm, hau zu. Na bitte. Blauer Brocken, okay. Genau, den Ring wollte ich tauschen. Und zwar verursacht keine Geräusche. Warum nicht? Wer weiß? Graswappenschild. Zweiundsechzig, drei schwer. Nee, ich bleib bei meinem dicken Schild. Hey, ein Leuchtfeuer. Schön. Soll ich hier rasten? Ja, warum nicht? Okay, hier haben wir mal einen Aufzug aktiviert. Oben im Wald gibt es noch einen anderen Weg. Ja, es geht nach unten. Okay. Eigentlich wollte ich ja ganz andere Dinge tun jetzt. Zu Schmieden gehen und... Oh! Hier komme ich raus. Okay.
Mal gucken. Gegen euch habe ich schon mal gekämpft. Das hat wehgetan. Ja, hier bin ich nicht richtig. Dem mache ich zu wenig Schaden. Ah, komm. Lassen wir das. Ich gehe mal wieder in den Wald. Bevor ich da lang gehe, will ich noch ein bisschen den Wald begutachten. Das ist ja wieder ein neues Gebiet da unten. Aber zumindest... Ja, eine Abkürzung würde ich es jetzt nicht nennen. Aber zumindest kann ich dort dann hin, runterwärts. Okay, das war jetzt tatsächlich doch wieder so ein Moment, in dem ich dachte, hoppla, guck mal an, hier komme ich raus. Okay, von da oben bin ich gekommen und dann runter. Das heißt, jetzt schauen wir mal hier lang. Mit welchem Item hatte ich das Spiel gestartet? Ach, du fragst mich Sachen, ey. Oh no. Was seid ihr denn alles hier? Okay, meine Stille bringt mir rein gar nichts. Nee, nee, nicht der Generalschlüssel. Ich habe irgendwas anderes genommen. Wow! Wilde Attacke hier an der Stelle. Ich glaube, ich habe irgendeine Waffe oder einen Ring oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Dieser Ring gehörte dem Ritterkönig. Er verleiht seinem Träger Stärke und absoluten Willen, sodass er von den Angriffen der Gegner nicht zurückschreckt. Ja, das... ist erstmal, klingt erstmal irgendwie cool. Boah, da ist schon wieder so ein Riesenvieh. Ey, der schießt auf mich. Das ist eine Schweinerei. Nee, hör mal auf, die hat schon wieder so Homing-Dinger. Ich will nicht. Och, Menno. Es geht hier oben noch. Verschlossen. Schweinerei. Okay, da drin ist irgendwas. Wow. Da war schon wieder das Anvisieren-Problem. Oh, wo ist denn der andere Kollege? Wie sie dich anspuckt. Okay, es handelt sich allem Anschein nach einer... ach ne, eine Hydra. Es ist eine Hydra, also eine sie. Ja, ich verstehe. Okay. So, wie macht man das hier jetzt? Autsch. Ah, hier kriege ich eine Ritterrüstung und erstmal... Ja, danke.
Oh, es ist ein Kopf weniger. Ich muss mich aber heilen jetzt. Nicht, dass ich schon wieder so harten Schaden krieg hier. Kannst du nochmal zubeißen? Tu es. Ah. Das ist eine miese Nummer, ey. Komm. Nee, nicht spucken. Jetzt. Okay, ja. Nein. Jawohl. Noch ein Kopf weniger. Jawohl, mag ich. Hab ich gern. Mist. Nicht spucken. Ha! Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ha! Ach Mist, ey. Nicht spucken. Lieber nicht. Das Spucken ist nicht cool. Autsch. Zwei Köpfchen noch. Ey! Ey! Bazi! Ey! Nein! Warum wackelt sie so? Ach, na endlich. So, einer noch. Ah. Okay, ich muss irgendwie nach da hinten und dann kann ich sie vielleicht treffen. Hä? Junge! Ah, komm her, du. Willst du nicht ein bisschen näher rankommen vielleicht? Dass ich dich auch treffen kann? Bist du nicht da halb in den Bäumen drin steckst oder sowas? Komm mal her jetzt. Ey, was soll ich denn hier machen? Schwimmen ist wahrscheinlich die falsche Option und hier geht's doch immer tiefer ins Wasser rein. Hier gehe ich doch drauf, wenn ich da noch tiefer reingehe. Wie tief, wie weit kann man hier? Ja. Wow. Wow. Das, also, wow. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Scheiße, in welche Richtung muss ich nochmal? Ich glaube in die. Das ist doch jetzt... Och Mann. Voll unnötig. Voll unnötig.
Die war... Mann. Hätte ich jetzt echt einen Bogen auspacken müssen für den einen Kopf? Das ist doch doof, ey. Na gut. Von mir aus. Ja, Hydra, ich habe hier mit Eiskumpels zu kämpfen. Kannst du es einfach lassen? Wäre irgendwie cool. Ja, nee, nee. War das der letzte Eiskumpel? Ja. Ey. Jetzt brauche ich erst mein Loot, bevor wir hier weiter Quatsch machen können, liebe Hydra. Ich weiß nicht, wie viele Seelen es waren, aber man muss sie ja nicht unnötig verlieren. Ah, es war unnütz. Ja. Oh, was für ein Splash-Damage die auch haben, ey. Der AOE... Der AOE-Schaden aus der Hölle. Aufstehen. Ey. Mist. Oh, den nicht getroffen. So, nu? Ah, es sind noch zwei, okay. Ja, komm, lang zu. Ey. Voll assi, dass die hier in der Wand drin steckt. Was soll das denn? Jetzt nicht mehr? Hä? Kann ich sie irgendwie... Das ist also... Einfach uncool. Ich muss sie ein bisschen weiter links rüberschlagen lassen, damit ich an den einen Kopf rankomme. Ich glaube, sie bewegt sich schon auch ein bisschen, aber... Ey, weißt du was? Da du mich hier in allem Anschein nach sowieso nicht triffst, habe ich doch einen Moment, oder?
Wo ist er? Nein, nicht der. Den. Nicht Bolzen. Da, Pfeile. Wow, das dauert 100 Jahre. Ach, jetzt kannst du auf einmal. Jetzt. Nachdem es ewig gedauert hat. Kannst du auf einmal in meine Richtung prügeln. Ich mach's einfach so. Ich tu mir das nicht nochmal an. So. Passt. Drachenstein. Dusk Kronenring. Oder Dusk. So. Ablegen. 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 Was ist das für ein Ring? Der Ringstein erlaubt dem Träger zusätzliche Zauberei zu wirken, allerdings kostet dies die Hälfte der Trefferpunkte. What? Autsch. Dusk. Ja, genau. Also einen Schlüssel habe ich jetzt nicht bekommen. Ich würde ja ganz gerne einmal... War da unten jetzt noch was? Aber hier kann ich doch nicht durchs Wasser latschen. Das ist doch... Wobei es da hinten so aussieht, als würde es da weitergehen, ne? Also ich sehe die Kante hier. Hier ist die Kante. Nee, da lang nicht. Gucken wir mal in die andere Richtung. Oder ob es hier irgendwo ein... Übergang gibt oder sowas. Der Witz ist, ich bin ja nicht durch den Kampf ins Wasser gefallen. Ich bin ja ins Wasser gefallen, weil ich dachte, ja, vielleicht ist es nicht tief genug. Oh, da geht's nach oben. Ich kann hier leider nicht erkennen, also keine Ahnung, ist mir zu risky. Ich guck mal hier rauf. Hey, jetzt steht der richtige YouTube-Kanal drin. Für den Gaming-Content. Das ist aber auch eine Mordsleiter hier. Eine Ritterseele. Okay. Finsterwurz Garten. Also ich denke mal, hier lang geht's zurück zum Schmied. Das ist einfach nur ein Stein. Ich habe mich kurz erschrocken, das wäre irgendwas anderes. Aha, was bist du denn? Du siehst ja witzig aus. Wow! Oh oh.
Nee, nicht ansprinten, bitte. Oh. Autschi. Nee. Verdammte Axt. So knapp. Ich wollte nicht heilen, weil ich dumm war. Ja, jetzt laufe ich aber nicht bis zur Hydra, um dann die Leiter hochzuklettern, sondern ich gucke es mir andersrum an. Oder? Ja, ich denke. Ich guck mal in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob ich hier schneller bin, keine Ahnung. Aber das ist doch auch ein mieser Gegner, ey. Ja, der Baumige ist hier wieder. Ja, den machen wir erstmal platt. Ah, hier sind noch mehr davon. Ja. Ja, guck mal, habe ich doch richtig eingeschätzt, dass ich hier... Oh, erschreckt mich halt. Da ist Loot. Große Seele. Ein fettes Licht. Oh, okay. Ja, dann nimm mal das Siegel vom Schmied und mach mal auf hier. Okay, Moment. Hier war ich nicht. Wo geht's hier noch lang? Hier geht's... Och nö, was ist das jetzt? Ja, ich wusste doch, dass ihr Gegner seid. Ey! Oh, was machen nochmal die? Das sollte ich vielleicht mal kurz tauschen. Wenn die mir das hier droppen, dann will ich das hier benutzen. Blutungszunahme. Uff. Okay. Naja, komm. Ich schau mal rein. Ich habe volles Leben, ich habe 5 Flakons. Nee, Moment, stopp. Ach nee, viele Seelen waren es auch nicht. Scheiß drauf. Ach, hier geht einfach auf. Okay. Du bist ganz schön groß. Ich würde gerne auf euch drauf prügeln. Schon wieder irgendwelches Ritterzeugs gedroppt hier. Hahaha. Wenn ihr so viele seid, dann wird's langsam gemein. Ey!
Vor allem im Wald, wo lauter Bäume sind. Ey, stopp! Stopp! Was ist das hier? Was soll das? Stopp! Hört auf! Ey! Stopp! Habe ich gesagt! Schweinerei! Ja, in Dark Souls darf man einfach nicht mit zu vielen Gegnern kämpfen. So, jetzt ist... Oh, das ist doch jetzt... Jetzt habe ich hier so viele Wege in diesem Wald. Mann! Wo muss ich hin? Okay, nee, da habe ich jetzt, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich glaube, das schneide ich wieder raus. Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe vorhin die Aufnahme nicht beendet. Ha, shit. Ah, das bedeutet Arbeit. Mist. Ja, wobei, vielleicht mache ich einfach eine kurze Folge mit Hydra oder so. Sehr, sehr ärgerlich. Und dass man die hier auch nicht vorher kloppen kann, obwohl sie ja definitiv... Oh, doch, es geht. Anscheinend. Okay, also, jetzt habe ich hier drei Wege vor mir. Die Tür, die ich mit dem Schmiedding aufgemacht habe, da gucke ich jetzt rein. Okay, nee, es sind zwei Wege. Weil das hier ist kein Weg. Das ist ein Leuchtfeuer. Ach, guck mal einer an. Nice, nehmen wir direkt mit. So, wo bin ich jetzt hier? Wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Ey! Oh-oh. Autsch. Irgendwelche Geistersoldaten. Die mit... Okay, jetzt schießt er irgendwo wild in die Gegend. Okay. Gut, aber... Nee, nee. Lass mal bleiben. Natürlich geht da die... Ich muss nicht weit laufen. Es geht Schlag auf Schlag. Ihr müsst nicht lange warten, bis es weitergeht. Ich versuche weiterhin zum dritten Mal jetzt gegen Geister zu kämpfen, anscheinend. Ich kann hier nicht rauf. So.
Ey! Okay, deswegen dieses Blutungszeug, verstehe. Okay. Ich vermute mal, ich soll den Lichtern hier folgen. Hi. Hier ist auch einer mit Pfeil und Bogen, wenn ich das richtig höre. Wow. Autsch. Nee, lass mal. Ach nö. Nicht ihr auch noch. Lass mich durch. Geh doch endlich kaputt. Ja, danke. So, wo ist der Bogenschütze? Da hinten. Der ist auch noch so schwer zu erkennen, ey. Tschüss. Ha. Och nö. Okay, alles klar. Ja, die Bewegung, das kenne ich schon, habe ich schon mal kennengelernt. Leute, alles easy. Das ist aber auch... Oh Gott, hey, hier kann man sich so hart verlaufen. Das sehe ich jetzt schon, dass ich mich hier verlaufe. Oh. Aha, hier sind wir jetzt. Wieso? Ich hätte dieses 20.000 Seelen-Ding gar nicht gebraucht. Es war verschwendet, diese Tür zu öffnen. Wah, wah, wah. Hallo Kätzchen, wo bist du? Die beißt nach der zur Seite weg, ne? Ja, na bitte geht doch. Och, da sind noch mal zwei. Nee. Die sind mies. Und die laufen zu zweit rum. Finde ich nicht cool. Nee, ich will nicht. Das ist ein Scam. Dieser Schmied, der hat mich, glaube ich, auch gescammt mit der Waffe. Ich glaube, das ist einfach alles ein Scam hier. Kann ich an den beiden vielleicht einfach vorbeilaufen, hier rüber? Oh oh, ouch. Nee, mm-mm. Au, aua, aua. Und die sind auch noch homing. Die sind sowas von homing, die zwei.
Oh, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ja, beim Trinken. Klar. Oh, ich hatte noch ein Leben. Ja, man kann auch neben der Tür durch. Ist mir auch aufgefallen. Die sind kacke. Die sind richtig kacke. So, wenn ich jetzt hier durchgehe, komme ich dann besser zu den Kätzchen vielleicht? Ich würde gerne relativ flott und zügig zu den Kätzchen kommen. Dieser Baum. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass hier irgendwas an diesem Baum ist, ne? Da sitzt ein Viech dran. Wow. Führt das hier alles zum gleichen? Ah, hier liegen wieder diese Ritter am Boden. Da ist wieder so ein Ding am Baum, so ein Schlangending. Da liegt ein Ritter am Boden. Hier geht's nach oben. Was gibt's hier so? Aha. Hallo? Oh Gott, was bist du denn? Auf der Brücke, echt jetzt? Homing Missiles. Wuhu! Gibt's hier eigentlich auch Gegner, die mal nicht schießen? Ja, nee, tatsächlich, auch Lord Pappnase und sein dicker Kumpel haben auch geschossen. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Muss ich jetzt Bogen spielen? Nee, das kann doch nicht sein. Wow, aua. Homing Missiles. Wuhu, so ein Spaß. Mondlichtschmetterling. Oh, 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 okay, da gehe ich ins Scopen rein. Hey! Komm schon, einen noch. Ah, schade. Fast hätte es gereicht. Na bitte. First try. Easy. Noch nie gesehen, den Kumpel. Bin ich jetzt hier richtig? Aber zu den Kätzchen muss ich ja auch noch. Da liegen noch meine 14.000 Seelen. Bei den Kätzchen. Hey! Wer bist du denn? Leiche plündern? Wachturm Kellerschlüssel. Göttliche Glut.
Heimkehrknochen. Kann ich dich irgendwie befreien? Tja, der ist wohl... Ha. Ja, schade. Das war's? Na gut, göttliche Glut halt, ne? Na gut. Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier gerade irgendwas. Tja, kann aber auch nicht sagen, was. Keine Ahnung, vielleicht verpasse ich auch nichts und ich habe nur irgendwie... Diese göttliche Glut ist so viel wert und so wertvoll, dass es sich lohnt, hier einen Mordsboss davor zu setzen und mich einen Turm rauflaufen zu lassen und... Ja, dann suchen wir aber wieder die Kätzchen. Hi. Nee, nee, nee. Was auch immer du da tust, hör auf damit. Das war das letzte Mal schon nicht cool. Also gut. Jetzt bin ich einmal in die andere Richtung gelaufen. Vom Leuchtfeuer aus. Da waren die Bäumchen drin. Nee, okay, also in diesem... zu diesem Weg. Also gegen die Geister kämpfen habe ich jetzt nicht nochmal Bock, deswegen schaue ich, ob ich hier einfach durchrennen kann. Wo war denn das? Ich habe hier geguckt, genau, dann ging es da rüber, da ist aber eine Schlucht und dann bin ich hier rum. Und steck fest. Und dann ging es hier runter, genau. So. Man kann neben der Tür nicht direkt durch, tatsächlich. Also das ist jetzt schon eine Abkürzung. Gerade mit dem Leuchtfeuer und so, ist das schon die 20.000 Seelen? Also, ob es sich jetzt gelohnt hat, wage ich zu bezweifeln. So richtig nicht, würde ich sagen. So, jetzt habe ich ein Katzenproblem. Naja, wenn nur eine kommt... Ich treffe natürlich nicht. Ey! Nee! Ach, das können die also auch. Oh, ist das... das die sind doch aber... Also das... Also, ja, habe da, habe da. Das denn Finish? Bin am Überlegen, ob ich mich gegen die Kätzchen richtig fett mache.
hier muss es doch irgendwo sein. Ja, hier. Ja, genau, das habe ich auch gerade gesagt. Das ist hier schon eine Abkürzung. Mit der Tür. Also die Tür ist, wenn man jetzt nicht jedes Mal durch das Wasser latschen will, da oben bei der Hydra, da unten bei der Hydra, dann ist die Tür schon okay. Man kommt halt hier raus, so. Das, da finde ich jetzt diesen Weg, den ich jetzt habe, 1000-mal kürzer. Ich glaube, es würde mich sehr nerven, wenn ich jedes Mal an dem Hydrasee vorbei müsste. So, jetzt habe ich aber hier ein Problem mit den Kätzchen. So, die gehen jetzt da runter. Das sind kleine Pilze. Da läuft ein Pilz. Ach, warte mal, die andere Katze ist gar nicht mehr da. Das heißt, die sterben. Die sind. Nein. Boah. Ach komm, ja klar. Yes, Sir. Jawohl. Wuhuhuhu. Geil. Schon wieder voll in so einen Zyklus rein, dass man beim Aufstehen gefressen und gedamaged wird von Homing-Katzen. Von zielverfolgenden Katzen. Ah, ah. Hoppala. Mann, ey. Miese Brise. Miese Nummer, ey. Ja, ihr seid mir alle egal jetzt. Ich muss mich irgendwie an diesen Katzen vorbeischummeln. Ist nicht dein Ernst. Ich hab gesagt, du bist mir egal. Dann bleib gefälligst auch, wo der Pfeffer wächst. Nee, ihr seid doch vorhin woanders lang gelaufen. Nein! Och Mann! Ihr miesen Scheißviecher! Ihr miesen Scheißviecher! Okay. Cool. Hab mich vorbeigeschummelt. Hier sind Pilze. Oh nee, ihr vergiftet bestimmt. Ach, lasst mich doch. Lass mal gut sein. Ich will nicht gegen euch kämpfen, echt nicht. Gegen auf Vergiftung und so habe ich jetzt keine Lust. Lasst mal bitte.
Gibt's hier irgendwo ein Leuchtfeuer? Hier muss es ein Leuchtfeuer geben. Irgendwo zwischen den Pilzen gibt's ein Leuchtfeuer. Ach komm, dann hau ich mal einem von euch eine auf den Deckel. Okay. Die haben sich gar nicht gewehrt. Ich glaube, die Pilze machen nichts. Das ist ja auch mal entspannt. Gegner zu haben, die einem nichts tun. Oh. Aha. Okay. Das sind also die zwei Wege. Hier kommt man doch noch anders lang. Da muss ich gar nicht gegen die Katzen kämpfen und mich da vorbeischleichen. Das ist ja geschickt. Aber ein Leuchtfeuer? Da drüben habe ich jetzt noch nicht geguckt, gell? Gelli? Hi. Du willst was von mir, oder wie? Boah, der ist ja richtig kräftig. Der Gute. Aua, oh, ouch. Er ist richtig kräftig, der Kollege. Aua! Ey! Warum will denn der Dicke mir ans Leder und die Kleinen nicht? Die Kleinen wissen, dass sie keine Chance haben. Deswegen. Der sieht auch schon so kräftig aus, ne? Hä? Hier war gerade Loot. Goldharz. Okay. Ich würde gerne an die Kiste daran. Jetzt habe ich natürlich schon viel zu viel saufen müssen wegen diesem einen Pilzfreund. Ach Mann, Gier, die Gier nach Schaden wieder. Nein, nein, nein! Oh, verdammt! Ich kann's aber auch nicht lassen. So, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Geht's hier links oben auch irgendwo lang? Ja, lass mal bleiben. Schieß mal nicht auf mich. Ja, hier. Okay, ich zweifle gerade an meiner Entscheidung. Ich zweifle ganz übel an meiner Entscheidung.
Scheiße. Boah, da darf man nicht stehen bleiben. Da muss man einfach weiterlaufen. Jetzt sind meine schönen fast 30.000 Seelen weg. Nun. Egal. Dafür kann ich es jetzt nochmal ausprobieren. Ohne Druck. Wie weit ich weglaufen muss von denen. Wie lange die wohl Bock auf mich haben. Ist der zweite Pilz wieder da eigentlich, der große? Rennen die immer noch hinter mir her? Die rennen halt immer noch hinter mir her, ne? Ja, es sind wieder zwei große Pilze. Jetzt drehen sie um. Okay, ja gut, kann man easy davonlaufen eigentlich. Also ich hoffe mal, sie sind umgedreht. Jetzt kann ich mich darum kümmern, an die Kiste da ranzukommen. Schlägst du direkt mit der zweiten auch zu? Nee. Aber was für Keulen ergibt der Pilz? Oh. Da zieht er auch ein bisschen nach vorne nach. Okay. Bist du eine echte Kiste oder nicht? Willst du mich fressen? Nein. Blaue Glut. Jetzt wird es aber langsam wild hier mit der ganzen Glut, die ich finden kann. Ah, guck mal, da drüben ist... Okay, alles klar. So, jetzt zu der Tür da hinten. Habe ich hierfür jetzt auch das Siegel gebraucht? Es kann sein, dass ich auch das Siegel gebraucht habe. Warum sieht es hier nach Bosskampf aus, aber es gibt keinen Bosskampfnebel? Oh, ist das die Stelle mit dem Wolf? Yep, okay, kennt man. Auch aus der ein oder anderen Ecke von des Internets. Mega cool. Bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie ich den bekämpfen soll. Okay, also ich kann schon mal einen Schlag halte ich aus.
Okay, also. Ja. Geht schon klar. Schlecht. Minimal ungeschickt gerade gewesen. Yep, das schnell bitte einmal saufen. Jetzt ist wieder alles gut. Ey! Uff, aua. Voll eins auf die 12. Sif. Großer grauer Wolf, Sif. Ja, ebenfalls First Try. Buntes Artorias. Menschlichkeit, Seele, Wolf Sif, Heimkehrknochen. Läuft. Hornissenring. Okay. War das jetzt... Die Nummer mit dem Wald? Ist die Nummer mit dem Wald durch? Ich glaube, die Nummer mit dem Wald ist durch. Hätte ich gar nicht machen müssen. Ja, gut. Habe ich... Also zählt die Hydra als Boss? Nicht so richtig, ne? Für mich ist die Nummer mit dem Wald durch. Ich wüsste nicht, wo ich was vergessen habe. Ich weiß, dass an einer Ecke Loot liegt, aber... Den muss ich jetzt nicht unbedingt mitgenommen haben, den Loot. Der da lag. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir irgendwer gesagt hat, ich muss da rein und dass ich irgendwie das tun müsste, ehrlich gesagt. Also, man muss es tatsächlich machen. Das, also, das war jetzt... Okay. Gut. etwas... Ja. Ich hatte mehr erwartet, denke ich. Ich denke, ich hatte mehr erwartet. Das Outro von vorhin schneide ich raus, deswegen mache ich jetzt noch mal eins. Danke fürs Einschalten. Ja, bis zum nächsten Mal.